Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Starfield. Und heute geht es ab nach New Atlantis. Und ich glaube, meine Frau wäre jetzt gerade so richtig glücklich, denn heute gibt es einen Shopping-Guide. Ich glaube, da bringe ich auch sie immer dazu, meine Videos zu schauen. Shoppen in New Atlantis. Denn es gibt viele Möglichkeiten, natürlich, um seinen Krempel zu verkaufen. Ihr wisst ja selber, die Händler haben dann irgendwann keine Kohle mehr. Habt ihr alternativ die Möglichkeit, zurück aufs Raumschiff zu gehen, dort 48 Stunden zu schlafen, dann sind die Händler aufgefüllt. Das ist auch der Grund, warum ich den Händler am Raumhafen direkt, das ist ja kein Händler, das ist dieser gelbe Verkaufsautomat, weggelassen habe. A, gehe ich davon aus, dass ihn sowieso jeder kennt. Und B, wenn ihr ein WWchen habt, hilft der auch nicht wirklich. Wenn es um spezielle Dinge geht, da helfen euch auf alle Fälle hier die Händler. Und wie gesagt, der Händler, ich hatte es erwähnt, glaube ich, der Verkaufsautomat bei mir ist weg. Der ist gebuggt. Den habe ich nicht mehr zur Verfügung. Und deswegen gucken wir hier auf alle Händler. Ich habe immer oben geschrieben, Hilfsmittel, wenn ihr halt dort was, was ich Medikamente bekommt, wenn ihr was zu trinken bekommt. All dieser Krempel habe ich einfach unter Hilfsmittel zusammengefasst. Dann haben wir noch weiter Waffen und Munitionshändler. Sehr, sehr praktisch, sehr, sehr wichtig natürlich. Bei den Hilfsmitteln dabei sind übrigens auch die Krankenhäuser, ne, wo ihr euch heilen lassen könnt, wenn ihr Verbrennungen habt oder irgendwelche Sachen, euch irgendwas auf dem Planeten eingefangen habt, könnt ihr euch dort natürlich auch heilen lassen. Ansonsten, wie gesagt, Waffen, Munition haben wir. Dann habe ich natürlich mit drin die Trade Authority, denn dort könnt ihr eure Schmuggelware verkaufen. Und dann haben wir nochmal die Charakterneugenerierung, den Händler, den Schönheitschirurgen haben wir auch mit dabei. Also, solltet ihr eigentlich mit allem, denke ich mal, sehr, sehr gut klarkommen mit diesem Video. Und deswegen würde ich mich sehr freuen, ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst, wenn ihr den Kanal abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten, ja, macht die Glocke aktiv, dann verpasst ihr kein neues Video. Und ich versuche das hier momentan gerade noch hinzuziehen, denn zwischendurch machen wir auch eine Schnellreise. Auch das möchte ich natürlich anmerken. Aber dort starte ich direkt mit meinem Charakter, wenn ich aus der U-Bahn ausgestiegen bin, nach der Schnellreise, so dass ihr auch dort zu 100% das Ganze nachvollziehen könnt, wie ihr die Händler findet. Ich habe es gerade gestern noch irgendwie in den Kommentaren auch gelesen gehabt, irgendjemand, ja, es gibt eine Unterwelt, ne, in New Atlantis, auch das wissen wohl nicht viele, da waren wir gerade gewesen und jetzt haben wir hier den nächsten Startpunkt, wo ich gesagt habe, direkt, wie gesagt, vom U-Bahn-Terminal geht es direkt los hier zu den nächsten Händlern. Ich danke fürs dabei sein, sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goody. To learn how to play an instrument, but, oh, I don't know if I have the time. Anyway.